Seit Monaten fahre ich nun Renault Zoe, ein doch Einsteiger-Elektroauto. Davor bin ich über anderthalb Jahre ein Tesla Model S gefahren. Und jetzt fahre ich aktuell gerade in einem Tesla Model 3 herum. Das habe ich mir für ein paar Tage von Tesla ausgeliehen. Ja, und viele fragen mich, sag mal, du bist jetzt von Tesla weggewechselt? Hältst du nichts mehr von Tesla? Was denkst du eigentlich? Wie ist deine Meinung über Tesla? Und in diesem Video gebe ich euch mein aktuelles Update. Ich möchte euch jetzt mal ein paar Dinge erzählen, die ich richtig gut finde an Tesla allgemein oder auch hier am Model 3. Und danach noch ein paar Sachen, die ich gar nicht gut finde, die ja auch eigentlich durch die Medien schwirren. Ich muss wirklich sagen, nach einigen Tagen wieder mit dem Tesla Model 3 habe ich das Auto sehr zu schätzen gelernt. Also man muss schon sagen, es ist gerade mit so ein bisschen Abstand immer wieder schön zu sehen, wie sich bei Tesla das Ganze auch weiterentwickelt. Also gerade der Autopilot ist so unfassbar viel besser geworden. Ich selber habe den Model S noch den AP1 gehabt, den Autopilot in der ersten Generation. Hier müsste schon der Autopilot in der dritten Generation verbaut sein. Also mit neuesten, schnellen Computer, natürlich mit Kameras, allem Pipapo. Und ich habe den wirklich ausprobiert und der läuft nochmal deutlich besser als in meinem Auto. Das macht einfach so viel Spaß und es ist unglaublich zu sehen, wie schnell sich Tesla dann doch in diesem ganzen Autopilot-System weiterentwickelt. Da kommen ständig neue Funktionen dazu. Es sind alleine in den letzten Update-Funktionen dazugekommen, wie zum Beispiel das automatische Überholen. Also er macht einen Spurwechsel ganz von alleine. Oder eben auch Funktionen wie dieses Navigate on Autopilot, heißt das auf Englisch. Das heißt also, wenn man auf der Autobahn fährt und dann muss man irgendwann ja die Autobahn wechseln, am Autobahnkreuz auf eine andere Autobahn, dann macht er diesen Wechsel von alleine. Also er fährt im Prinzip diese Ausfahrt runter, wechselt auf die andere Autobahn, fährt dann wieder rauf. Das habe ich auch ausprobiert. Das funktioniert alles noch nicht perfekt. Ja, es sind auch noch Systeme, da steht Beta-Version dran. Aber es ist schon einfach cool, wie schnell und wie gut sich das vor allem weiterentwickelt. Da bin ich einfach nur begeistert und ich weiß es sehr zu schätzen, wenn man mit so einem Auto längere Strecken fährt, dass man auch ja, von dem System unterstützt wird. Klar, da gibt es auch so Auffahrhinweise und so, die einem gut helfen oder eine automatische Einparkfunktion. Das sind alles Annehmlichkeiten, die braucht man nicht unbedingt, aber wenn man sie mal wieder erfährt, sind sie einfach unglaublich beeindruckend. Ein weiterer Punkt ist, dass Tesla sich entschieden hat, jetzt gerade, das ist ganz spezifisch aufs Model 3 jetzt bezogen, im Model 3 CCS einzubauen. CCS ist der Schnellladestandard in ganz Europa inzwischen. Es gibt auch noch Schademo, ich weiß, aber im Prinzip hat sich CCS inzwischen durchgesetzt. Also Tesla hat im Prinzip gesagt, hey, wir wollen, dass ihr so viele Möglichkeiten habt, wie es nur geht, euer Auto aufzuladen. Und das eben nicht nur mit einer normalen, guten Geschwindigkeit, sondern eben auch per super Schnellladung. Ich habe das auch ausprobiert. Ich war zum Beispiel beim Fastnet Charger. Das ist also ein Anbieter, der jetzt sich auch in ganz Europa verbreitet. Und die bieten sogar an der Station, an der ich war, 175 kW Ladegeschwindigkeit. Das ist so cool. Das ist sogar schneller als bei den aktuellen Tesla Superchargern. Auch bei Tesla, ne? Die haben ja eine eigene Ladeinfrastruktur. Tut sich was, da kommt auch demnächst ein Update, aber das dauert noch ein bisschen. Und es ist einfach cool, dass man eben so viele neue Möglichkeiten hat. Es gibt überall diese Triple Charger, das sind eben solche Ladestationen mit eben drei verschiedenen Steckern. Da ist dann zum Beispiel der CCS dran. Da kann ich hier mit dem Model 3 schnell laden. Zum Beispiel hat Ionity ein riesengroßes Schnellladenetzwerk in Europa, also zumindest wächst das ganz gut an und es wird immer größer. Dort kann ich auch laden, ich kann in den Tesla Chargern laden. Also diese Entscheidung von Tesla zu sagen, wir bauen jetzt diesen CCS Schnellladestandard ein, das ist gewichtiger, als ich das erst gedacht habe. Ich habe das jetzt selber ausprobiert und es ist einfach nur genial, weil so viele Möglichkeiten ein Auto zu laden habe ich vorher noch nie erlebt. Auch noch ein wichtiger Punkt, klar, ich meine, es ist im wahrsten Sinne des Wortes Spielerei, aber es ist so, dass Tesla tatsächlich eine Funktion in das Model 3 eingebaut hat mit dem Namen Arcade. Ne? Arcade kennt ihr noch, diese alten Spielautomaten. Ja, man kann tatsächlich jetzt hier im Model 3 Spiele spielen. Ich kann einfach einen Controller anschließen per USB, da sind so USB-Stecker dran, oder eben auch mit Lenkrad und Strompedal und Bremse und kann, ja, während ich das Auto auflade,
einfach nochmal ein bisschen abschalten. Man kann sogar Schach spielen. Also es sind tolle Spiele dazu gekommen. Und ja, da mögen jetzt viele sagen, okay, also komm, das ist ein Auto, das ist ein Nutzfahrzeug, sagen ja auch viele, ist es doch nicht. Sind wir doch mal ganz ehrlich. So ein Auto ist ein hochemotionales Ding, ja, ein hochemotionales Produkt, das natürlich auch durch so eine Geschichte wie durch diese Spiele eine Erweiterung erfährt. Ja, das habe ich mir vorher nie vorstellen können, dass ich in meinem Auto mal im Prinzip, ja, dass ich praktisch eine fahrende Spielekonsole habe. Ich persönlich finde das toll. Das ist natürlich auch ein bisschen was für Nerds, für Technikfreaks. Und darauf möchte ich eigentlich nochmal auf einen Punkt hinweisen, der einfach allgemein genial ist, diese Software-Updates. Also, dass sich das Auto im Prinzip über die ganze Zeit weiter verbessert. Nicht nur verbessert, sondern noch viele neue Funktionen dazugekommen. Also sowas wie zum Beispiel dieses Beach Buggy Racing, 3D-Autorennen fahren. Das hat Tesla vorher nie angekündigt, das ist dann einfach so dazugekommen. Das sind einfach so Funktionen. Ja. Und das ist wirklich genial, dass also ständig weiterentwickelt wird. Und ja, man hat also im Prinzip wieder mit jedem neuen Update, mit jeder neuen Funktion, die dazukommt, wieder von vorne ganz viel Spaß mit seinem Auto. Und das ist einfach was, was Tesla einzigartig macht. Wo Licht ist, ist aber auch Schatten. Ja, es gibt nicht nur positive Dinge, es gibt sogar richtige Probleme, muss man dazu sagen. Mich haben einige Leute angeschrieben oder angesprochen und ich lese es auch oft in Facebook und in anderen sozialen Medien, dass Tesla echt ein großes Serviceproblem hat. Das muss man schon sagen. Also, auch ganz wichtig, die Mitarbeiter von Tesla, die sind alle, die ich bisher kennengelernt habe, super freundlich, geben sich ganz viel Mühe und sind hilfsbereit. Es liegt nicht an den Service-Mitarbeitern. Da kann ich wirklich meine Hand für ins Feuer legen. Bisher alle, die ich kennengelernt habe, waren einfach nur super freundlich und haben alles versucht, was nur geht. Das Problem ist aber, dass Tesla, und zwar von oberster Riege, von heute auf morgen entschieden hat, dass einfach die Telefonanlagen abgeschaltet werden. Das heißt, man konnte sonst eigentlich immer anrufen bei Tesla, wenn man einen Service ausmachen wollte, Servicetermin oder ein Problem hatte. Das geht jetzt nicht mehr. Man kann also nicht mehr anrufen, auch auf E-Mails wird teilweise gar nicht reagiert. Da habe ich wirklich jetzt schon mit einigen gesprochen und das ist wirklich nicht gut. Sagen wir es anders. Das ist scheiße, das geht so nicht. Ja. Und Tesla hat sich dafür was überlegt. Ich bin da mit Tesla im Austausch und sie haben gesagt, ja, das verstehen wir. Wir geben uns, das finden wir auch nicht gut. Wir sehen die Probleme, also immerhin, das ist ja schon mal das Gute, das kann ich aus erster Hand sagen. Tesla hat ganz deutlich gesagt, wir sehen die Probleme und wir finden das so nicht gut und wir überlegen uns was. Zum Beispiel hat sich Tesla überlegt, sie verlagern das auf die App, ja, weil sie es wahrscheinlich mit den Mitarbeitern gar nicht mehr so gestemmt kriegen. Kann man jetzt also in der Tesla-App Service ausmachen, kriegt da Status-Updates. Das sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen. Ich werde euch dazu noch mal ein extra Video machen. Ich habe mir überlegt, ich mache genau zu diesem Serviceproblem noch mal ein extra Video. Das kommt also in einigen Wochen hier auf dem Kanal. Und da werde ich mir auch mal anschauen, ob diese Lösung, sage ich mal, Service per App anzubieten, denn wirklich eine Lösung sind oder ob das nur so ein bisschen Flickschusterei ist. Aber ich sag mal, nicht nur, dass man Tesla schwierig erreicht im Service, sondern zusätzlich gibt es auch noch das Problem, dass teilweise die Ersatzteile nicht zur Verfügung stehen. Also alles rund um, ich habe Probleme mit meinem Auto, es muss was behoben werden und ich brauche da Unterstützung, ist gerade bei Tesla echt ein Problem. Das muss man ganz deutlich sagen. Also da wäre ich, wenn ich jetzt ein Tesla-Besitzer noch wäre, ich bin es ja aktuell nicht, wirklich sehr, sehr unzufrieden mit der Situation. Und da kann ich auch jeden verstehen, der sich da beschwert. Zusätzlich hat Tesla, keine Ahnung, ich nenne es jetzt einfach mal einen absoluten Preiswahnsinn. Ich habe keine Ahnung, was da los ist, aber es haben sich die Preise von entweder den Autos oder eben auch den ganzen Zusatzausstattungen, die rund um die Autos sind, praktisch in den letzten Monaten ständig verändert. Also es ist ein Auf und Ab. Mal gehen die Preise runter, dann gehen sie mal wieder ein bisschen hoch, dann gehen sie mal wieder ein bisschen runter. Ich meine, das Gute ist immerhin, meistens gehen sie ein bisschen runter. Aber es ist einfach nur grauenhaft. Also nicht nur, dass die Autos, zum Beispiel beim März, einen riesen Preissprung nach unten, da sind die Preise teilweise um 20-30% bei Model S, Model X nach unten gegangen, ja, von heute auf morgen weniger wert sind, sondern das verprellt halt auch ganz viele Leute, die sich gerade zum ersten Mal mit der Marke auseinandersetzen. Ich habe mir zum Beispiel ein Video angeschaut von einer wirklich, wirklich sehr großen, reichweitenstarken Influencerin. Sie heißt mir relativ egal. Ihr könnt euch das Video mal hier rechts oben in den Infokarten anschauen. Da
habe ich euch das mal verlinkt. Und sie hat nämlich einen Titel gemacht, und zwar, warum ich mein Model X zurückgegeben habe. Und ich war schon schockiert und dachte, okay, krass, ist die unzufrieden mit dem Auto? Sie war aber gar nicht unzufrieden, sondern sie hat es genau im März oder April rum bei dieser Preissenkung gekauft. Und von heute auf morgen, wenige Tage später, nachdem sie es gekauft hatte, war ihr Auto plötzlich 30.000 Euro weniger wert. Es geht doch nicht. Die hat sich völlig verarscht gefühlt. Das kann ich auch verstehen. Schaut euch das Video am besten mal selber an, obwohl sie eigentlich sehr, sehr positiv der Marke gegenübersteht und auch mit dem Auto sehr zufrieden war. Das ist für mich ein Riesenproblem. Auch das Ganze auf und ab mit den Superchargern. Zum einen gab es ständig Videos, ja, von allen möglichen anderen YouTubern und Influencern, die darüber berichtet haben, jetzt ist der Preis hochgegangen am Supercharger, jetzt ist der Preis wieder runtergegangen, jetzt ist der Preis wieder hochgegangen, jetzt wurde von minutenbasierten Preisen auf Kilowattstundenbasierte Preise umgestellt, dann ging der Preis wieder hoch und wieder runter, und das ist einfach, also völlig verrückt. Zusätzlich noch, das kennt ihr vielleicht, war bei Tesla ja immer dieses Supercharger Flatrate mit inkludiert, also zumindest im Model S und Model X gab es viele, viele Jahre eben dieses Angebot von Tesla, also gesagt haben, wenn du ein Model S oder ein Model X kaufst, dann bekommst du diese Lade-Flatrate, zumindest an den eigenen Ladestationen, mit zum Auto dazu, mit in den Kaufpreis integriert. Das ist natürlich was Charmantes, weil es ja so ein bisschen im Kopf diese Psychologie aufmacht. Ich muss nicht mehr bezahlen sozusagen für Benzin oder eben für gewisse Fahrten. Und das hat Tesla dann rausgenommen. Das war aber alles gut angekündigt. Das Problem ist nur, das ist jetzt plötzlich irgendwann wieder mal kurzzeitig bei Gebrauchtwagen dann dazugekommen. Also auf Gebrauchtautos gab es das dann plötzlich. Dann hat Tesla plötzlich entschieden, dass die Autos, die das eigentlich inklusive hatten, aber bei Tesla als gebraucht angeboten wurden, plötzlich dann aber nicht mehr hatten. Jetzt aktuell, während ich das Video hier gerade aufnehme, ist es zum Beispiel wieder so, dass Tesla entschieden hat, wieder über eine gewisse Zeit diese Supercharger Flatrate plötzlich wieder anzubieten. Da haben einige Autos, auch gehen liebe Grüße raus an zum Beispiel Uwe von T&T Tesla Kanal, sich ein Model S bestellt, haben schon damit gerechnet, dass sie diese Flatrate gar nicht haben, und plötzlich hieß es, ja doch, alle Autos, die jetzt noch in Auslieferung sind, haben diese Flatrate. Also das finde ich einfach nur schrecklich, dieses Auf und Ab, das macht einfach keinen Spaß. Und dann kann ich schon verstehen, wenn viele sagen, bei Tesla ist es ein riesen Chaos oder ein Durcheinander, weil das spricht ja nicht nach einer stabilen Strategie, wenn man da ständig mal links und rechts und Preise hoch und runter schraubt. Es wirkt zumindest für uns Menschen da draußen nicht so, als hätten die sich das alles ganz genau überlegt und dann so durchgeführt und anständig kommuniziert, sondern es wird einfach mal so zack von heute auf morgen so entschieden und dann wird es einfach umgesetzt. Und so wie ich das auch weiß, sind da auch viele Tesla-Mitarbeiter intern ganz schön oft vor den Kopf gestoßen, die da gar nicht so richtig involviert sind in diese Themen. Und das sind natürlich alles so Sachen, das ist nicht schön. Aber wie gesagt, deswegen auch dieses Video jetzt mal, wo ich nochmal mitteile, dass ich zum Beispiel, also ja, ich möchte es eigentlich ungern sagen, aber für mich ist eigentlich das Tesla Model 3 eines der absolut besten Autos auf dem Markt. Für mich ein bisschen mein Traumauto. Das kann ich jetzt auch so sagen. Ich fahre es nicht. So kann ich es am objektivsten bewerten. Ich habe es selber nicht. Also ich fahre es jetzt gerade, aber ich besitze kein Tesla Model 3. Allerdings sind diese ganzen Probleme dann rundherum, ja, für mich auch problematisch. Also ich weiß nicht. Ich bin auch auf eure Meinung mal gespannt. Wie seht ihr das Ganze? Schreibt mal unterhalb des Videos in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Habt ihr auch diese Probleme oder habt ihr diese Probleme nicht? Ist ja manchmal auch ein bisschen davon abhängig, habe ich auch schon gehört, in welcher Stadt, zu welchem Service Center man zum Beispiel geht. Also manche sind da ein bisschen besser, manche ein bisschen schlechter, wie das halt eben so ist. Schreibt doch mal eure Meinung zu diesen einzelnen Themen, die ich gerade angesprochen habe, in die Kommentare unterhalb des Videos. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video jetzt sehen. Das war also einfach mal so ein bisschen frei heraus, während ich mit dem Model 3 hier rumfahre, mal meine Meinung zum aktuellen Status von Tesla. Und ich freue mich, wenn ihr dann im nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dann. Ciao. Jetzt mache ich nochmal den Autopiloten rein. Das ist einfach schon ganz schön. Trotz Baustelle funktioniert der. Das ist schon geil. Also muss man schon sagen. Krasser Scheiß.